Es ist mal wieder soweit. So wie jedes Jahr verwandelt sich eine Wiese in München zum größten Volksfest der Welt. In diesem Video möchten wir Ihnen einen Eindruck verschaffen, was es auf der Wiesn 2011 alles Neues geben wird. Nach dem großen Erfolg der Jubiläumsfeier 200 Jahre Oktoberfest vom letzten Jahr wird es auch dieses Jahr wieder auf der Theresienwiese einen nostalgischen Bereich geben. Dieser 3 Hektar große Bereich wird Eude Wiesen heißen und bietet 2 Festzelte sowie nostalgische Fahrgeschäfte. Der Eintritt zu diesem Bereich wird 3 Euro kosten, Kinder bis 14 Jahre kommen aber umsonst rein. Dieses Jahr auf der Wiesn wird es auch 2 neue Fahrgeschäfte geben. Das eine heißt Rio Rapidos, es handelt sich dabei um eine Raftingbahn. Hier fahren Boote, die um 360 Grad rotieren, im Wasserkanal. Das verspricht viel Spaß und Action. Dieses Fahrgeschäft ist aber auch familientauglich und auch Menschen mit Behinderungen können hier eine Fahrt wagen. Das andere Fahrgeschäft, das dieses Jahr hinzukommt, heißt Monster und hier zählt das Motto Fly to the Limit. Es handelt sich dabei um eine Art Riesenschaukel, die bis zu 40 Meter hoch schwingt. Hier können bis zu 20 Leute auf einmal mitfahren. Und noch eine gute Nachricht für alle Raucher. Dieses Jahr richten viele Zelte einen Raucherbereich ein. Das hat den Vorteil, dass Raucher leichter wieder ins Zelt hineinkommen und auch nicht zwangsläufig im Regen stehen müssen. Da diese Bereiche aber wirklich nur zum Rauchen gedacht sind, wird es hier keinen Ausschank geben. Eine Neuerung wird es auch beim Augustinerzelt geben. Der Turm der Augustinerfesthalle, der letztes Jahr zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde, wird dieses Jahr nochmal um 5 Meter erhöht und wird damit in diesem Jahr 30 Meter hoch sein. Und noch eine technische Neuerung, die Bräurosel bekommt in diesem Jahr eine Bierringleitung. Das bedeutet, dass in Zukunft bei der Bräurosel alle Schenken ihr Bier von einer zentralen Stelle bekommen und das wiederum verbessert die Logistik. Und wo wir gerade schon vom Bier sprechen, eine Maß Wiesenbier wird dieses Jahr zwischen 8,30 Euro und 8,90 Euro kosten. Wenn wir gerade schon übers Geld sprechen, dann vielleicht noch ein paar interessante Zahlen. Auf dem Oktoberfest werden jährlich ca. 390 Millionen Euro umgesetzt. Nimmt man noch weitere wirtschaftliche Effekte mit, wie zum Beispiel den Tourismus, dann kommt man auf einen Wirtschaftswert des Oktoberfests von 1 Milliarde Euro. Das Oktoberfest lockt also viele Touristen an. Dennoch bleibt es ein bayerisches Fest. 72% der Besucher kommen nämlich aus dem Freistaat. 9% der Wiesngäste reisen aus den übrigen deutschen Bundesländern an. Die restlichen 19% der Festgäste kommen aus dem Ausland. Italien steht natürlich ganz oben mit 17%, gefolgt von den USA mit 14%. Auf dem 3. Platz ist England mit 12%. Erstaunlich ist, dass mehr Australier nach München zum Oktoberfest kommen als Österreicher und Schweizer, obwohl sie ja einen etwas längeren Weg haben. Damit alle Gäste des Oktoberfests auch ihren Spaß haben können, muss natürlich für Sicherheit gesorgt sein. Dieses Jahr gibt es auch bei diesem Thema eine Neuerung. Rund um die Theresienwiese werden dieses Jahr 180 Hochsicherheitspoller installiert. 80 davon werden übrigens dynamisch sein, das heißt, sie können ein- und ausfahren. Aber keine Panik, wenn sie das tun, dann hupen und blinken sie. Und noch eine praktische Sache, die den Wiesnbesuch angenehmer machen kann, ist das Wiesnzeltbarometer. Aus diesem Zettel können Sie entnehmen, zu welchen Zeiten Sie gute Chancen haben, einen Platz zu bekommen. Wenn Sie diesen Wiesnbarometer ausdrucken möchten, dann schauen Sie doch einfach YouTube-seitig in die Videobeschreibung. Auch bei den Logo-Artikeln gibt es dieses Jahr einiges Neues, doch das lassen Sie sich am besten von den Experten erklären. Ich gebe hier immer einen kleinen Überblick über unsere Logo-Artikel. Wir haben ja über 40 Logo-Produkte, wenn Sie gerüstet zusammen, lieber Herr Spindler, sanktioniert. Wir haben als Logo-Artikel ja dieses Werk von Wolfgang Haas, Meisterschule für Mode. Wir haben das Trachtenbärchen Petit Point, Stickerei. Das erscheint auf 10.000 Plakaten und 100.000 Prospekten, aber auch auf den geschätzten Logo-Artikeln, die ihr vermutet. Ja, wie Sie sehen, wir haben sie da aufgebaut an der Wand. Das sind größtenteils die Artikel, die wir in den letzten Jahren schon hatten. Das sind ja verschiedene grüne Gläser, die Schneekugel, die überraschenderweise gut immer geht beim Oktoberfest, die Lederhose mit Logo,
Die Taschen, die sehr beliebt sind, vor allen Dingen bei den Damen, die gewissen besuchen, schauen gut aus und sind praktisch, wenn die Sachen verstauen. Und weil wir in diesem Jahr ein besonders traditionelles Motiv haben, das ist ja eigentlich eine Stickvorlage, hat also auch eine Dame hat sie da gefunden, die tatsächlich also nicht mit Computer, sondern mit Handarbeit, und sie zählt das alles aus, was sie sagt, die tatsächlich die mühselige Arbeit ist gestickt. Also das sind sicherlich keine Massen, die wir hier erzielt. Sie hat uns erzählt, sie braucht also gut 5 Tage, bis sie also so ein Kissen fertig gestickt hat. Aber sag ich mal, für Liebhaber oder für Wissenwirte, die sich mal zur Ruhe betten müssen oder so, ja, und sie verlassen müssen, weil sie natürlich ein ganz exklusives Kissen, das man da bei den Wissen zum Ausruhen benutzen kann.